So, Moment, ich lese mal eben den Brief der Mutter vor. Ihr könnt von mir aus in der Zeit verkaufen gehen, aber Ja. dann einfach nicht sprechen. Ich lese das in der Zeit dann vor. Bis dahin seid ihr wahrscheinlich wieder da. Liebe Mutter, es. Liebe Okay. Mutter, es ist jetzt 6 Wochen her, dass dieser Heldenjunge hier entlang kam. Susan oder Susan hat ein Auge auf mich geworfen und ich muss zugeben, dass ich sie sehr bezaubernd finde. Um ehrlich zu sein, das mag zum Teil daran liegen, dass sie der einzige weibliche Satyr ist, den ich hier in der Gegend gesehen habe. Nebenbei bemerkt, es ist erschreckend, diese Form von brutaler Geschlechterunterdrückung in der Armee der Tiermänner zu sehen. Ich bin mir sicher, dass es viele qualifizierte weibliche Satyren gibt, die es gerne mit dem Militärdienst probieren würden. Verdammt, selbst der Name dieser Organisation ist sexistisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mänaden erfreut sein würden, Teil einer Tiermannarmee zu sein. Was das betrifft, so habe ich begonnen, mir Gedanken um einen umfassenderen Namen zu machen. Aber ich kann mich noch nicht entscheiden, welcher davon der bessere ist. Armee der Tierpersonen, Korb der Tierleute, meine Bemühungen wurden bislang nur verspottet. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich die hohen Tiere noch überzeugen werde. Die können sich keine Klage leisten, weil dieser Heldenjunge all unsere Truhen geöffnet und unser Gold gestohlen hat. Ich muss jetzt gehen. Unsere Späher haben den Heldenjungen am Horizont gesichtet. Vielen Dank noch einmal für dein Paket. Du hast keine Ahnung, wie sehr sich unsere Jungs über die Kekse und die Körperpanzer gefreut haben. Liebe Grüße, Mark. Hey, alias Tiermann, Bogenschütze Nummer 783. Ernsthaft? Ja, ich Ja. teleportiere mich auch nochmal eben kurz. Kannst du schreiben, lass mal über die Geschichte hin. Oh, Niklas, ich sehe dich wieder. Rob. Aber du hast nur. Ich gehe noch immer nach Delphi, tu wieder Du bist was. ein Haruspex. Ja, das bin ich aber auch schon seitdem ich geskillt habe. Ein Eroberer. Sehen wir hier im Gruppenmenü. Und Vamp ist Beschwörer. Was Ja, ist das euer weiß ich ja schon größter vorher. Schaden, den ihr jemals gemacht habt? Steht das bei Sekundär oder wo steht das? 300, Sekundär, ja. genau 300. Sei wie eine Echt? Macht, triff Vorkehrungen. Das stammt von Hesiod. Ich bin bei 317. Ich habe 739. Boss. Hau einfach auf Kacke. Wo haben wir den Blitz des. So oh, den haben wir schon einmal fertig. Das Info? Wir haben zweimal Herakles Macht. Ich kann einen von euch abgeben. Der ist für alle Rüstungen. Bringt 12 Stärke. Und als Bonus haben wir einmal Angriffsverlangsamung für 3 Sekunden. Und einmal nochmal plus 11 Stärke. Us, hast du Interesse dran? Kannst du mir den mal zeigen? Vielleicht kann ich den auf die blaue Rüstung machen. Ich vermute, dass es nicht gehen wird. Aber Oh. okay. Ich nehme dir, gib dir den einfach mal mit Rüstung, denke ich mal. Mit der Zusatzstärke. Fledermaus, dann haben wir jetzt auch fertig. Davon haben wir jetzt auch zwei. Ich kann euch einen abgeben, der entweder 50% Schaden gegen den Bohnen gibt. Also dauerhaft bringt Fledermaus dann 30 Lebensentzug für 3 Sekunden. Oder ansonsten der andere bringt 33% Angriffsverlangsamung für 3 Sekunden. Möchte den einer haben, den können wir auf jede Waffe tun. Die wahrscheinlich nicht blau ist, aber ich weiß es jetzt noch nicht. Ja, wir versuchen das jetzt erstmal mit Blau aus. Ja, ansonsten kann ich das ja auf meinen Bogen tun. Hehehe. Ja, ich nehme mal einen Fledermauszahn mit, einfach mal. Die Wildschweinhaut kann ich drinnen lassen. Herakles Macht nehme ich mit. Und dann muss ich selber verkaufen. Okay, Mensch, Lebe wenn wir da lang, machen, können wir o weitermachen. Reisender. So. Klingen, Schilde, Tränke, Das muss weg. Beinschienen, Bögen, Helme aller Sorten. Oh, kann Wie ich viel dir Geld habt ihr helfen? inzwischen? Moment. Komm bald Zu wieder. wenig. Das hat man immer. So, Moment, bin wieder unterwegs. Zu meinem eigenen Portal, auf nach So, Athen. warte, ich habe 293.000. So, seid ihr wieder alle hier? Gut. Juhu, ihr seid jetzt wirklich alle wieder Warte, da. dann Also, droppe ich mal eben kurz hier ja. Herakles Macht für die Rüstung und ansonsten, falls jemand eine Waffe verbessern will, hier auf meinen Fledermauszahn, Also weil ich bei mir nicht weiß, ob es funktioniert es funktioniert. nicht. Und ich gucke mir nochmal an, was Auf sie die kann. blauen Sachen können wir es vergessen. 30 Okay. Lebensentzug, Bonus zur vollständigen Erweiterung. Ja, Was kannst dann wieder droppen, dann soll's? wird es auf den Bogen klatschen, wenn du es nicht auf die Waffe tun Nee, kannst. nee. Mal. Ich weiß halt nicht, auf die Waffe tun, aber ich habe keinen Bock damit, weil ich eh mit den Stäben, die ich habe, noch voll unzufrieden bin und auch dauerhaft nur wechsle. Müssen noch auf Rob den. Ja, Oh, bin stimmt. sofort unterwegs. Ja, ich habe den nur gepult. Und auch fast dabei getötet. Erz-Artefakt-Dings ist nicht verbessert. Ist momentan nicht aktiv. Oh, stimmt. Ja, das ist gerade nicht aktiv. Ja. Aber ich wusste immer noch nicht. So, jetzt.
merkt man. Man merkt es immer sofort, wenn der Skill aktiv ist. Ich finde, den Schaden ist auf jeden Fall krass verbessert. Ich schlag die so hart, die fliegen aus der Rüstung raus. Das ist cool, oder? Du und das auch immer, wenn sie sterben. Nein. Okay, nur bei dir immer. Vor allem bei mir fliegen die auch schön hoch. Ja, aber nur bei der Feuerkugel, genau. Genau. Wir müssen hier noch unten weiter entlang. Weil hier dieser Weg, der uns angezeigt wird, ist gerade die Grenze zu Athen hin. Das heißt, ich habe aus Versehen deinen Wolf kaputt gemacht. Oh. Können wir jetzt, wie heißt es, unsere Taschen füllen? Also ich glaube echt, die größten Feinde für meine Viecher sind die eigenen Kameraden. Sind die eigenen Kameraden, ja. Und ich bin echt fast gerade gestorben, was ich ein bisschen krass fand, von der Schaden von dem. Ne, ich würde jedenfalls erstmal wieder weiter unten entlang gehen, bevor wir hier Moment, ja. Fuck, Alter. Machen erstmal die Mitte hier frei. Ja, toll. Und dann ist da die nächste Gegnergruppe, in die wir nur mal eben reingehen und dann stehen wir vor den Stadttoren. Weil jetzt hier ist momentan fast nur überall Gegnergruppen vor Athen. Machen wir halt wirklich nur die Mitte gerade ein bisschen frei. Das ist doch nicht der Weg hier durch die Mitte hindurch. Wir haben nicht die richtigen Mittel dafür. Ja, jetzt gehen wir rechts lang. Ah, goddammit. Ja, so viel zu rechts lang gehen. Jetzt haben wir noch ein paar komische Ideen. Ja, weiß ich, wo auch Urs ranlädt. Unten entlang. Kommst warte. Schon mal Urs! Nicht warte mal eben. Die Kampfmarkierung, Mann. Was brauchst du jetzt eine Kampfmarkierung? Die hätte ich eher in die Richtung Athen dann genommen, wenn wir nach oben gehen. Mal so, weiß ich nicht, hier haben wir kaum Gegner, die irgendwie von Interesse wären jetzt zumindest für uns. Nee, das war der falsche, den ich beschworen habe. So. Hier jetzt ist ein Brunnen. Ja, holen wir uns sofort. Moment, jetzt hier noch eben. Dann noch den restlichen schwarzen Bereich aufdecken. Und die Höhle. Ja, gut, in der waren wir ja noch nicht genau. Das Geschäft blüht. Psst. Man muss ja keiner erfahren. Wow. Doppelachs der Vernichtung. Name hört sich nicht schlecht an. Die Waffe selber ist dann wahrscheinlich scheiße. Ja, das Problem ist, wenn man blaue Waffen hat, dann interessieren die gelben auch nicht mehr so. Wobei, wenn du jetzt schon seit, was weiß ich, wie langer Zeit eine blaue Waffe hast, dann sind irgendwann die gelben natürlich dann auch besser. Ach, Achilles Tapferkeit, nice. Wir brauchen immer noch goldenen Vlieses, das regt mich gerade auf. Wenn wir das hätten, hätten wir schon ein einziges Artefakt schon mal komplett. Das wäre richtig geil. Aber ja, so schnell hätten wir denn noch nie eins zusammenbekommen, ey. Ja, das stimmt. Ansonsten hatten wir immer unser erstes Artefakt, wenn wir episch gerade angefangen haben, während wir hier noch nicht mal das erste Gebiet beendet haben und schon eins zusammen haben. Ja. Also zumindest von den Ressourcen her so gut wie. Halt, im Essenz des goldenen Vlieses ist nicht die große Schwierigkeit, trotzdem droppen wir es gerade nicht. Alter! Die fliegen, das ist die leichte Dungeon, genau, da sind die Gegner auf Stufe 4, wie ihr gerade seht. Alter, ich hab grad meine Kugel geworfen und die sind einfach zig Meter hochgeflogen. Alter. Jetzt gerade hier. Ja, das ist der Vorteil der Kugel wirklich, die hat richtig geile Wirkung, vor allem bei so schwachen Gegnern wie die hier. Ich könnte das mit einem Speer, könnte ich das auch herausfordern im Grunde, aber... Oh, jetzt musst du mal Ust zuhauen lassen, jetzt hat er nämlich seinen Skill auch verbessert, jetzt müssten die ebenfalls gut fliegen. Jo, die fliegen jetzt weit, meine fliegen hoch. Pass auf. Naja, mit dem Speer fliegen sie auch immer nur weit weg. Jung. Aber das, was wir hier sehen, ist nur so ein... Nur eine leichte Ankündigung. Die Gegner können, wenn wir mit normal durch sind und dann nochmal hier ins Anfangsgebiet komplett reingehen, also Level 1er Gebiet, fliegen die nochmal viel, viel weiter weg. Das ist richtig lustig, die einfach mal wegfliegen zu lassen. Ich meine, okay, die bringen zwar nicht viel Erfahrung, aber diese Dungeon ist trotzdem immer lustig, um den Effekt zu zeigen, wie sie einfach wegfliegen. Ganz viele Schreine. Hier fliegen die Beine durch die Gegend. Ich find's genial, wie die hochfliegen können. Noch nicht mal eine Falle hier drin. Ja, das gab's in Sacred nicht. Ich finde Titan Quest, wie gesagt, immer noch das allerbeste Hack and Slay. Ja gut, Sacred 2 habe ich ja, wie gesagt, auch nur gespielt und keine Ahnung. Ja, Sacred 1 habe ich einmal kurz angetestet, danach hatte ich keinen Bock mehr, weil das Spiel viel zu alt ist dafür. Das hat man auch zu stark gesehen, fand ich. Alte Spiele können aber auch gut sein. Ja, die können gut sein, aber das war Augenkrebs. Augenkrebsspiele gab es auch mehr. Ich überlege gerade, was war das letzte Augenkrebsspiel, was ich gespielt habe? Das letzte Augenkrebsspiel, was ich gespielt habe, war. Was war es überhaupt für ein grünes Item gerade? Ich habe es nicht drauf. Korinthischer Großhelm. Okay, kannst du mal droppen, falls er dich nicht interessiert? Der interessiert mich sogar sehr.
What the fuck? Dann kannst du mir den blauen ja mal droppen. Ja, aber ich kann ihn noch nicht anziehen, weil der erst ab 18 ist. Na, schade. Weil der bringt plus 18%, plus 10% Stärke. Weil ich weiß auch nicht mehr von welchem Jahr auch zum Beispiel Sacred 1, weil ich weiß, es ist auch relativ alt war und das. Ah, nee, ich glaube, das letzte Augenkrebsspiel, was ich gespielt habe, war Half-Life 1 und das nächste, was ich als Augenkrebsspiel spielen werde, ist Just Cause 1. Weil das ist ebenfalls noch ein Augenkrebsspiel gewesen. Just Cause 1 hast du? Ja, habe ich, weil es das ja, Bundle letztes Mal gab. Ja, ich hatte mal Complete Edition Steam Angebot, bla bla bla. Genau, da gab's dann Just Cause 2, 2 Just Euro. Cause 1 und alle DLCs. Nee, 6 Euro. Ich muss mir auch noch den Online-Mod von Just Cause 2. Ja, den hab ich schon mit Vamp schon sehr viel gespielt. Oh ja, der ist so gut, der Online-Modus. Auch wenn der ganz. Habt ihr schon gespielt? Ja, natürlich. Das ist richtig geil. Zwar verbuggt, aber richtig geil. Geil, weil verbuggt. Okay, das stimmt auch wieder. Das ganze Spiel ist verbuggt, ganz ehrlich. Zusammen ja, so ein Berg runterfallen. Hat bestimmt was. Mhm. Ja, trotzdem, das Spiel ist schon genial. Vor allem auch die Server haben so richtig geile Mods noch drauf. Ja, und vor allem sind es keine Miniserver, sondern einfach mal ein Server mit 1000 Mann, das sieht man echt selten. Oh ja, 1000 Mann, vor allem auch wenn die so viele drauf sind und so weiter, ey, das ist so genial. Ja, macht richtig Spaß. Ja. Auch wenn dann einfach viel zu viel los ist, wo du eigentlich denkst, ach du Scheiße, verlierst du aber den Überblick, aber lustig ist es alle Male. Auch wenn manchmal die anderen Spieler ganz schön nerven können. Wenn du eine Sache dir vorgenommen hast, wirklich zu planen, dann kommen so oft Randoms, die den Plan entweder versauen oder ansonsten dich einfach killen. Das ist ärgerlich, aber okay, muss halt eben beim 500-Mann-Server mit einberechnen, kannst nicht ändern. Aber 500 Mann, da muss man sich halt ein bisschen rächen. Ja, mit Helikopter, ich erinnere mich. Da war ein kleines Battle gewesen zwischen zwei Teams. Uns und irgendwelchen anderen Randoms. War voll lustig. Ja, wobei die Randoms meistens für sich alleine kämpfen, während wir zu zweit immer auf einen gingen. Ja, okay. Ja, okay, die haben auch zusammen gekämpft, mal gegen uns. Und dann so lange, bis sie dann... Irgendwann, als sie keinen Bock mehr hatten, kamen sie auch nicht mehr. Ja, was bleibt mir auch anders übrig? Ich verstehe nicht, gerade momentan habe ich öfters mal irgendwie Frame-Einbrüche, wo dann mal kurzzeitig das Spiel so eine Mischung aus 60 und manchmal 30 bringt, irgendwie für ungefähr 5 Sekunden und dann wieder alles auf 60. Wildschweinort. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass man bei WhatsApp auch die Anzeigefarbe ändern kann. Also, wenn du eine Nachricht kriegst hier, in welcher Farbe das dein Handy dann zeigen soll, dass du halt eben bei WhatsApp angeschrieben worden bist. War mir auch neu, aber... Mein Handy hat keine bunte LED oben, also... Ach so, okay. Ja, bei mir kann ich einstellen von, was weiß ich, weiß bis Cyan, Lila... Ja, konnte ich auch, aber sieht man nicht. Okay. Nee, bei mir habe ich das halt jetzt ausgetestet und ich habe farbiges LED. Wenn du dir WhatsApp Plus runterlädst, übers Internet, dann kannst du sogar die Sprechblasen in schwarz oder lila machen und sowas. Das sieht mega cool aus. Gott. Denkst du, wo lang geht ihr? Wir müssen. Kann man hier noch schwarzes Gebiet? Ja, ein bisschen. Diese Felder sind schwarz. Ich möchte die gerne angreifen. Ganz Viecher, die da drin stehen. Ach, komm her, du scheiße Wildschwein. Scheiße, es steht gerade scheiße. Na gut, dann muss das wohl überleben. Ich glaube, oder kommen wir aufs Feld drauf? Das ja, war schlecht. Boah, gezielt. Aber das ist scheiße. Nee, das ist gerade in dem Moment weggesprungen. Ah, traut sich wieder ran. Nice. Ja, das hängt auf der Mauer so. Hier rechts entlang. Aber vor. Ah, ich merke jetzt, dass das Urs gar kein Shit mehr hatte. Okay. Wow. Wildschweine! Man sieht nur so ein Wildschwein. Man sieht nur so einen Wildschweinhaufen und dazwischen einfach so eine komische gelbe Aura, die sich bewegt. Ansonsten von der Person selber, die da drin stand, sah man nicht viel. Ja, dafür ist meine Kugel auch nicht schlecht. Man sieht wieder die Teammates in der Horde. Ja, wobei, ja, nicht die Kugel, die habe ich auch nicht. Oh, goldenes Vlies ist nice. Wir brauchen noch ein weiteres, dann haben wir das Ding fertig. Jedenfalls. Ja, so okay, ich weiß, glaube ich, was du auch für ein gelbes Kreis machst. Egal. Genau, ich meine den Ansturmskill von ihm und nicht jetzt deine Kugel, Shit, weil die Kugel relativ klein ist jetzt im Vergleich zu der Breite. Ja, die Kugel ist so groß wie der Mensch ungefähr. Ja, eben, genau. Während halt eben der Ansturm auf der 6. Stufe, die auf die sie ja auch gerade war. Schon wieder Herakles macht. Viel, viel weiter geht. Ach, Shit, ist das wieder. Weinwickel des Geistes. Vielleicht sind die ja interessant für dich. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, welche Oracle-Sachen du hast. Du hast ja die Rüstung. Zwei also Oracle. Die, yeah. Rüstung und Arme habe ich. Ja gut, deswegen müsstest du wegen Bein vielleicht auch noch manchmal nachgucken. Weil da kann ja jederzeit noch was Gutes kommen. Na gut.
von mir aus. Ich wollte jetzt eigentlich links rüber switchen, aber okay. Oh, bei mir hängt einfach jemand in der Luft, ist da hängen geblieben, anstatt runterzufallen. Der chillt halt ein bisschen, der hängt mal ab. Der sagt einfach, fuck gravity. Who needs that anyway? Who needs gravity?